Lasst uns mit einer kleinen Meditation beginnen. So entspannt wie möglich, und das können wir noch etwas unterstützen, indem wir den Ausatmen ganz weit hinausfließen lassen. Der Einatmen kommt von selbst. Und vielleicht achten wir ein wenig darauf, vom Herzen her zu atmen, also mit Herzensbeteiligung. Mich selber annehmen im Einatmen. Und mich selber lassen, wie ich bin, im Ausatmen. Einatmen mit dem Gefühl, so sein zu dürfen, wie ich bin. Und ausatmen, indem ich mich gerade so lasse, wie ich bin. Und das ist die absolute Grundlage, mich selbst liebevoll so anzunehmen und zu lassen. Und wenn wir das so tun, merken wir, wie es sich in uns entspannt und es wirklich okay ist, sich jetzt gerade so anzunehmen und zu lassen. Weil wirklich kein Problem ist. All das, was ich nicht annehmen kann oder annehmen mag, nicht so lassen mag, wie es ist,
Das sind nur so auftauchende Geistesbewegungen, Gedanken. Indem ich auch sie einfach lasse, wird es so viel einfacher zu sein. Und noch einmal mich selbst annehmen, mich selbst lassen. Und dann lasse ich eine Person vor meinem inneren Auge entstehen, mit der ich das auch praktizieren möchte. Eine Person, die genauso sitzt wie ich oder genauso steht. Und dich vom Herzen her so annehme, wie ich sie erspüren kann. So wie sie mir erscheint. Und dich mit dem ausfließenden Atem so lassen kann, aber auch so unterstütze, dass es sie erreicht.
Verweilt noch eine Weile bei dieser Person, so als ob ihr innerlich fragen würdet, wie geht's dir eigentlich? Und nehmt das tief auf ins Herz, wo es sich auflösen kann. Und spontan entsteht im Herzen eine Antwort. Eine liebevolle Antwort. Können wir fragen, was brauchst du? Was brauchst du wirklich? Und wir versuchen, ihr vom Herzen das zufließen zu lassen, was ihr gut tun könnte. Und wir stellen uns vor, dass es ankommt. Und vielleicht habt ihr auch den Mut zu fragen und zu erspüren, wovor hast du Angst? Was macht dir Sorgen? Und auch dafür öffnen wir uns. Und wir lassen eine behutsame Antwort zurückfließen mit dem Ausatmen. Eine Antwort auf diese Angst oder Ängste. In der Vorstellung ist es so, dass wir wie wahrnehmen können, dass die Person gegenüber an den inneren Ort findet, wo die Bedürfnisse erfüllt und die Ängste aufgelöst sind. In der tibetischen Tradition sagt man, und wir stellen uns vor, dass sie wie zu dem Buddha wird, der sie eigentlich ist. Genauso wie wir selbst.
Und dann lassen wir alle Vorstellungen los und weiten unseren Blick, sodass wir den ganzen Raum erfassen können. Weiten unser Herz auch nach hinten und zu den Seiten. Ihr habt die Praxis wieder erkannt, nicht? Den Herzatem. Jedes Mal ein bisschen anders, aber immer gleich. Mit uns selber beginnen, annehmen, immer mit dem Einatmen verbunden, Ausatmen mit dem Fließen lassen, dem Lassen. Im Grunde genommen Mitgefühl beim Einatmen, Liebe beim Ausatmen. Und das übertragen wir dann von uns auf eine Person unserer Wahl vor uns. Und da können wir mit steigendem Schwierigkeitsgrad arbeiten. Ihr habt einfach gewählt, wen ihr wolltet. Vielleicht habt ihr jemanden gewählt, was ganz leicht fällt. Vielleicht habt ihr jemanden gewählt, der oder die sehr herausfordernd für euch ist. Das schaut man dann selber. Und man kann sogar dann auch mal mit ganzen Gruppen arbeiten. Aber es ist wichtig, dass man noch so eine wirkliche Resonanz spürt im Herzen, dass es nicht zu abstrakt wird. Es ist so leicht, mit allen Patienten in einem Krankenhaus zu atmen. In der Vorstellung ist das wahnsinnig leicht, aber an einem Krankenbett zu sitzen und das tatsächlich zu tun, das ist richtig herausfordernd. Und da merkt man, wie leicht man im Abstrakten sich ein gutes Gefühl holen kann, weil es sich so toll anfühlt, mit allen Menschen, mit allen Lebewesen zu atmen. Und ganz konkret mit den Menschen, die zu Hause auf uns warten, da ist es dann schon etwas schwieriger. Oder die im Beruf mit uns unterwegs sind. Aber genau da ist die eigentliche Praxis. Wir werden diese Praxis, wenn ich mich dann auch daran erinnere, jedes Mal machen, denn das ist die zentrale Praxis in dieser Lojong-Übertragung, in der Übertragung des Geistestrainings, Lo-Geist-Jong-Training, was hier in 37 Punkten vorgestellt wird als die 37 Praktiken aller Bodhisattvas. Ich bin ganz überrascht, dass ihr wieder so viele hier seid, so zahlreich gekommen. Ich dachte, ich hätte euch letztes Mal ein bisschen vergrault, weil ich euch doch ziemlich rangenommen hatte. Wir haben 10 Verse gemacht und ja, es ist eine andere Art zu unterrichten, als wenn ich ganz frei spreche. Aber ich freue mich, mit euch weiterzumachen. Ich erinnere doch richtig, dass wir mit Vers 11 jetzt weitermachen sollten, oder? Ja? Sämtliches Leid entsteht aus dem Wunsch nach persönlichem Wohlergehen, während die Ausrichtung auf das Wohl anderer vollendete Buddhaschaft hervorbringt. Aus diesem Grund das eigene Glück völlig gegen das Leid anderer auszutauschen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Und das ist ein Hammer, ja? Das ist intensiv. Und ich glaube, damit das nicht, wie man so sagt, in den falschen Hals geht, müssen wir das ein bisschen erklären. Überprüft das mal mit eurer Lebenserfahrung. Ist das so, dass sämtliches Leid aus dem Wunsch nach persönlichem Wohlergehen entsteht? Also dieses zusätzliche Leid. Nicht? Also das ist ja nicht so körperliches Leid und so. Diese anderen Formen von Leid, die entstehen ja nicht unbedingt aus dem Wunsch nach eigenem Wohlergehen. Aber das Aufbäumen dagegen, die Abneigung gegen die schwierigen Dinge, die uns passieren, das ist ja das Zusätzliche, die zusätzliche Anspannung, die wir ins Leben reinbringen. Und das ist der Wunsch nach persönlichem Wohlergehen, der uns da so aufbegehren lässt und der uns auch immer wünschen lässt, es noch besser zu haben. Auch das ist eine Form von Leid. Der Wunsch ist immer noch besser zu haben. Ist auch ein Wunsch nach persönlichem Wohlergehen, obwohl es uns vielleicht schon gut geht. Also,
glaube, dieser erste Teil von Vers 11 ist noch relativ leicht zu sehen. Dass wir durch das Auflehnen gegen Unangenehmes und das Festhalten an Angenehmem uns zusätzliches Leid erzeugen. Das ist relativ leicht zu sehen. Und wir kennen das doch innerlich, wenn es in uns schreit, ich. Ja, so, wer sieht mich, wer liebt mich, wer kümmert sich um mich und so dieses Bedürfnis für andere zu zählen und wichtig zu sein. Und ja, das ist stark. Auch das gehört da hinein. Auch das bringt Anspannung ins Leben, eine verständliche Anspannung. Da steckt ja ein Bedürfnis dahinter, ein Bedürfnis gesehen zu sein, ein Bedürfnis geliebt zu sein, ein wirklich tief menschliches Bedürfnis, glücklich zu sein. Und das wollen wir auch niemandem ausreden. Trotzdem müssen wir uns vielleicht dem Satz stellen, die Wurzel Samsaras ist der Wunsch nach Glück. Den kennt ihr vielleicht schon. Samsara, wisst ihr, der Daseinskreislauf von Anspannung geprägt. Die Wurzel aller Anspannung im Daseinskreislauf ist der Wunsch nach Glück. Also kontraproduktiv. Der Wunsch nach Glück produziert sein Gegenteil. Und wir haben jetzt natürlich Angst sofort, dass wenn ich den Wunsch nach Glück, nach Wohlergehen loslasse, dass es mir dann schlechter geht. Ist doch klar. Weil sonst würden wir den Wunsch ja gar nicht haben, wenn wir den loslassen könnten, einfach so. Warum hätten wir ihn denn dann? Wir haben ja Angst, nicht glücklich zu sein. Wir haben ja Angst, dass wenn ich mich nicht drum kümmere, wer kümmert sich sonst um mein Glück? Ich muss mich ja wohl als erstes darum kümmern, dass ich glücklich bin. Das macht alles Sinn, aber es macht halt den Geist etwas eng und immer bedacht auf das eigene Wohlergehen. Und dann kommt so ein Greifen hinein. Selbst wenn ich gerade glücklich bin, kommt schon die Angst, dass es vorbei ist. Kommt schon der Wunsch, ob ich es vielleicht nochmal wiederholen könnte oder ob es vielleicht doch noch besser geht. Die Angst, dass es vorbei ist. Schon kommt aufgrund dieses besonderen Greifens, was durch den Wunsch nach Wohlergehen, nach Glück ausgelöst wird, durch dieses besondere Greifen kommt eine unnötige Anspannung ins Jetzt, in die Erfahrung jetzt. Wenn ich in der Erfahrung des Jetzt auch noch diesen Wunsch loslassen kann, glücklich zu sein, dann merken wir alle, dass die Erfahrung des Jetzt noch erfüllender wird, noch nährender und frischer. Wie als würde ein Schleier noch weggehen, ein Gewicht abfallen von uns. Und jetzt schlägt hier Togme Sangpo, der Autor des Textes, ein Gegenmittel vor. Und zwar sagt er, während die Ausrichtung auf das Wohl anderer vollendete Buddhaschaft hervorbringt, das behauptet er jetzt so, das können wir jetzt nicht gut überprüfen, aus diesem Grund das eigene Glück völlig gegen das Leid anderer auszutauschen, das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Man würde jetzt ja denken, dass wir das eigene Glück gegen das Glück anderer austauschen. Das wäre ja noch so ein bisschen in der Logik, naja, wenn ich mich nicht um mein eigenes Glück kümmere, dann könnte ich mich ja um das Glück anderer kümmern und mein Glück darin finden. Ne, so, das würde man noch verkauft kriegen. Aber das eigene Glück gegen das Leid anderer einzutauschen, also das ist dann doch eine Nummer zu viel. Und da steckt die große Weisheit drin. Ihr werdet bei diesen Sprüchen es immer wieder erleben, dass die unsere normale Weltsicht völlig auf den Kopf stellen. Aber dass eine tiefe Weisheit darin ist, eine tiefe Erfahrung. Was ist es denn im Leben, wo wir uns am meisten verschließen? Naja, schon mal dem eigenen Leid gegenüber. Aber um das kümmern wir uns ja, weil wir ja glücklich sein wollen. Aber das Leid anderer, das wird uns schnell zu viel. Schnell. Obwohl uns eigentlich
da das Herz aufgehen könnte und auch manchmal aufgeht. Und ganz aufzumachen in Resonanz, in Schwingung mit all dem Leid, was uns in anderen begegnet und natürlich auch in uns, das ist die Voraussetzung, das schreibt er ja nicht. Das müsst ihr unbedingt dazu denken oder dazu schreiben. Wenn ich mich dem Leid anderer öffne, muss ich mich auch dem eigenen Leid öffnen. Das ist hinter den Worten, ist das mitgedacht. Anders kann ich mich gar nicht öffnen, denn wenn ich mich, und wenn es nur Kreuzschmerzen von jemandem sind, den ich mich öffne, ich muss es irgendwie im eigenen Erleben abbilden, irgendwie in mir erspüren, wie sich das anfühlen könnte. Und am besten ist es, wenn ich es schon mal selbst gehabt habe. Dann kann ich mich am besten hineinversetzen. Merkt ihr also, sich auf das Leid anderer einzulassen, setzt voraus, dass ich mich auch dem eigenen Leid gegenüber öffne. Das wissen die Leser, die in der tibetischen Tradition geschult waren, die wissen, dass das das Grundprinzip ist. Ich glaube, der 10. Satz in den Lojong-Merk-Sätzen, in diesem großen Buch, Der große Pfad des Erwachens, heißt, beginne die Praxis des Annehmens mit dir selbst. Beginne den Austausch, das Annehmen mit dir selbst und bezieht sich auf all das Schwierige, was wir selber erfahren. Und von dort öffnen wir uns für das Schwierige, was andere erfahren. Und dann passiert etwas Wunderbares. Unser Herz wird total weich. Wir werden ganz empfindsam und brauchen aber dafür dieses Lassen können, dieses Loslassen können. Wenn wir das Leid, wenn wir uns für das Leid anderer öffnen, das dann aber vergegenständlichen, dann leiden wir unglaublich stark. Das heißt, wer sich öffnet für das Leidvolle in den Erfahrungen anderer und auch in sich selbst, braucht gleichzeitig diese Fähigkeit, es sich auch lösen zu lassen. Wir haben doch eben den Herzensatem praktiziert und da geht es dann in der Schlussphase, genau habe ich euch zwei Fragen gestellt. Das heißt, ihr habt der Person zwei Fragen gestellt. Was brauchst du und wovor hast du Angst? Die erste geht schon in Richtung Bedürfnisse und auch da klingt schon alles mit, was unerfüllt geblieben ist bis jetzt im Leben des anderen. Auch dafür öffnen wir uns. Und wenn wir uns dafür öffnen, was da an Leid ist, also an Angst. Angst ist ja die stärkste Form also von Leid. Ja, da, wo wir die stärkste Angst haben, ist auch die stärkste Form von Anspannung. Wenn wir uns dafür öffnen und das wie einatmen, dann braucht es hier im symbolischen Herzen einen riesen Raum, in dem sich das auch gleich wieder lösen kann. Das wird nicht transformiert, das wird gespürt und gelassen. Aber es hat uns angeregt in dem Moment, wo wir es spüren. Wir spüren es und wir belassen es dabei. Wir machen daraus nicht, oh du Arme, es ist ja furchtbar und setzen noch einen oben drauf, sondern, ah, so fühlt sich das an. Oh. Und damit öffnen wir uns und atmen schon gleich wieder aus. Das löst sich. Und wir finden sofort wieder zurück in diese weise Liebe oder liebevolle Weisheit in uns, die erahnt und erspürt, was bei solch einem Erleben guttun würde. Wir sind schon längst nicht mehr im Spüren der Angst und der Sorge, sondern wir sind jetzt schon im Erleben dessen, was guttun würde. Wir sind jetzt schon beim Heilmittel und bei den Ressourcen angelangt. Wir öffnen uns für das Leidvolle und spüren, was da hilfreich sein könnte. Wir sind nie überzeugt, dass wir wissen, was für den anderen gut tut, sondern wir erahnen es, wir erspüren es. Und wir lassen das mal rüberfließen. Wir lassen das mal fließen aus uns heraus. Wir sind bereit, einfach mal den Ausatmen so symbolisch zum Träger werden zu lassen, für diese Herzensqualität, die jetzt zum anderen fließen möchte.
So wie wenn wir ins Krankenhaus gehen oder ans Krankenbett und jemand weint und hat Schmerzen und wir wissen, wir nehmen spontan die Hand des anderen, weil es das ist, was wir meinen, das tut jetzt gut, verbunden zu sein. Wir geben Verbundenheit. Wir sagen einfach, du, ich bin da. Geteiltes Leid ist halbes Leid. Ja, so, ich bin einfach da. Wir gehen gemeinsam dadurch. Aber wir machen es nicht schlimmer, wir machen es leichter. Wir geben Liebe, wir geben Freundschaft, wir geben Präsenz, mitschwingen, ein Verstehen können. Das ist, was zum anderen fließt. Und wir geben vielleicht Schutz, wenn Angst ist, die Schutz braucht. Wir geben vielleicht Nähe, wenn es Angst vor Alleinsein ist. Wir geben etwas, was unterstützend wirkt. Und das Beste, was wir geben können, ist, wenn wir der Person, die wir begleiten, ermöglichen, in die innere Entspannung zu finden. Egal, wie wir das machen. Wenn sich der Geist wieder öffnet und löst, dann ist selbst die Person, die eben noch starke Schmerzen hatte, zum Beispiel durch Knochenmetastasen oder was auch immer, es gibt furchtbare Schmerzen, kann man merken, dass auch da sich Entspannung ausbreitet und innerer Frieden entsteht. Das ist, was wir üben in der Praxis des Annehmens und Gebens, Tonglen auf Tibetisch, und was wir dann aber im konkreten Alltag genauso dann auch machen. Bloß machen wir es dann nicht mehr über den Atem, sondern durch unsere Worte, durch unseren Blick, durch Berührung, durch irgendwelche Gesten. Wir machen es dann konkret. Und da tauschen wir, merkt ihr, wir tauschen dieses ganze Streben nach dem eigenen Wohlergehen, tauschen wir ein gegen die Herzensöffnung für das, was andere an Schwierigen durchmachen, kurz gesagt Leid, öffnen uns dafür und die Herzensantwort kommt, und das nennt man den Weg zur Buddhaschaft. Das ist, was Thokme Sangpo hier meint, mit, wenn er sagt, während die Ausrichtung auf das Wohl anderer vollendete Buddhaschaft hervorbringt. Das, was wirkliche Weisheit hervorbringt, und vollkommene Weisheit nennt man ja Buddhaschaft, das ist liebevolle Weisheit. Das, was Buddhaschaft hervorbringt, das ist Mitgefühl und Liebe. Erinnert ihr euch noch an den einen Ausspruch, ich glaube, ich habe ihn hier im Saal auch schon mal benutzt, der Buddha, das ist allerdings jetzt eine Mahayana-Geschichte, der Buddha fragt Kasyapa, Mahakasyapa, wenn ich eine Qualität, nein, ich habe was verwechselt, er fragt Avalokiteshvara in der Geschichte, Chenrezig, genau. Wenn ich eine Qualität hier in der Hand hätte und die würde alle Qualitäten der Buddhas in sich vereinen, welche wäre das? Kasyapa schweigt und der Buddha sagt selbst, das Mitgefühl. Ich weiß nicht, ob es Kasyapa oder Avalokiteshvara war. Ich muss mal in meinem eigenen Buch danach umgehen. Also in dem von mir übersetzen. Das Mitgefühl ist die Quelle aller Qualitäten, und zwar insbesondere der Weisheit. Und ihr habt das eben an dem Beispiel ganz gut wahrscheinlich mitbekommen. Wir öffnen uns, wir kommen ins Mitschwingen, ins Mitfühlen, und aus dem Mitfühlen kommt ein Ahnen, was gut tun könnte. Das ist der Beginn von Weisheit, ein Ahnen, was gut tun könnte. Dann bietet man das an, man lässt es hinüberfließen, und wenn man das konkret dann tut, dann merkt man, ob es wirklich gut tut oder nicht, öffnet sich wieder dafür, versucht es nochmal auf eine etwas andere Art, wie es vielleicht noch mehr gut tun könnte. Und allmählich entsteht dadurch die Weisheit zu wissen, was gut tut, was mir selber und anderen gut tut. Und so entsteht die eigentliche Weisheit, die Weisheit, die Menschen wirklich vorwärts bringt, die entsteht durchs Mitgefühl und durch Liebe, die Bereitschaft, sich aufeinander einzulassen. Und deswegen heißt es, sich auf das Wohl und das Leid anderer einzulassen, ist der Weg zur Buddhaschaft. Macht doch jetzt Sinn, oder? Ihr wisst ja, wir müssen jedes Mal, wenn ich komme, müssen wir ungefähr 9 Verse machen. Nochmal einen? Ja, machen wir einen weiter noch. Also mir wurde gesagt, ich kann auch weniger machen und dafür häufiger kommen.
Wollen wir mal gucken. Also ich habe auch noch anderes vor im Leben. Wollen wir mal schauen. Vers Nummer 12. Wenn mir jemand aus großer Gier den gesamten Besitz raubt oder andere dazu anstiftet, so widme ich ihm zusätzlich noch meinen Körper, meine Freuden und alles Heilsame der drei Zeiten. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Also entweder ist das Masochismus hoch drei oder eine Form von Weisheit, die man nicht gleich versteht. Habt ihr sowas schon mal erlebt, dass euch... Ja, du hast es schon mal erlebt. Ich bin gerade drin. Du bist gerade drin. Bist du bereit dazu, dann auch noch ein so mehr zu geben? Was? Bist du bereit dazu, noch mehr zu geben, Körper, Freuden und alles Heilsame der drei Zeiten? Ja. Ist auch eine Frage der Weisheit. Wo ist es weise, mehr zu geben? Wo ist es weise, vielleicht Grenzen zu ziehen, vielleicht sogar einzuklagen, dass man es wieder zurückkriegt? Ne? Das ist schwierig. Ich habe das nicht so oft erlebt in meinem Leben, aber eine Situation ist mir in sehr, sehr guter Erinnerung. Und zwar hatte ich einen Assistenten in Indien für meine Doktorarbeit, dem ich viel Geld geliehen hatte, als er in Europa war, und der mir dieses Geld dann in Indien zurückgezahlt hat, als ich beim zweiten Mal drüben war. Und der hatte mir gerade dieses Geld ausgezahlt und ich fahre damit in einem Bus zu einem Homöopathenkongress und das ganze Paket an Tausenden von Rupies wird mir gestohlen. Im Bus. Einer hat mich abgelenkt, einer hat von hinten durch den Sitz das irgendwie rausgefriemelt und weg war's. Ich entdecke das. Die erste Reaktion, wir waren an so einer Bushaltestelle, die erste Reaktion ist, ich saus raus aus dem Bus und gucke, wo ist der Kerl, wo ist der Kerl? Nichts zu sehen. Dann wieder zurück in den Bus und es war wirklich alles. Also als ich dann bei dem Kongress ankam, musste ich einen befreundeten Homöopathen, der den Kongress organisiert hat, mir bitten, mir überhaupt mal 50 Rupies zu geben, um weiterzukommen. Und dann setze ich mich aber wieder zurück auf meinen Bus und dann kommen mir diese buddhistischen Erklärungen in den Sinn. Ich war damals Vipassana-Praktizierender. Aber da gibt es ja dieselben Unterweisungen. Dann habe ich gedacht, meine Güte, wer so klaut und das nötig hat, der braucht es aber auch. Das muss doch wohl so sein, dass der aus einer armen Familie kommt und vielleicht hängen da unheimlich viele mit dran, denen es echt mies geht. Und das hat in meinem eigenen Geist etwas bewirkt, dass ich ihm das im Nachhinein noch geschenkt habe und gesagt habe, und dass dir nur ja kein schlechtes Karma dadurch entsteht, das ist geschenkt. Ja, und möge ganz viel Gutes draus entstehen. Keine Ahnung, was für den dann daraus geworden ist. Jedenfalls hat sich mein eigener Geist beruhigt. Ist doch klar, der hat sich geöffnet. Und die Haltung ist auch nie wieder ins Schwanken gekommen. Weil ich habe so erlebt, dass es, wie befreiend das ist, es dann wirklich loszulassen und gute Wünsche noch zu machen. Also das ist, was mit Freude schenken gemeint ist, dass man noch obendrein gute Wünsche macht und dem anderen wünscht, sich dran zu freuen, was er da sich unlauter ergattert hat, was er gestohlen hat. Und wie frei der eigene Geist da wird. Weil das so eine knappe, sehr präzise, prägnante Situation war, ist mir die gute in Erinnerung. Natürlich ist es sehr viel schwieriger, das zu praktizieren, wenn jemand einem über 5 Jahre, 10 Jahre hinweg den Lebenssaft abgräbt und einem seines Besitz und Haus abzieht und vielleicht berufsschädigend wirkt und dass man eigentlich gar keine Chance mehr hat, als aus der Stadt wegzuziehen oder sonst. Es gibt ja viel schlimmere Situationen als das, was ich beschrieben habe. Aber so, um das Prinzip zu erklären, glaube ich, hat es die Geschichte doch wahrscheinlich anschaulich gemacht. Weil es geht als erstes darum, einen freien Geist zu entwickeln und zu verstehen, was andere bewegt auch. Und eigentlich kann man
das Zugreifen und Habenwollen der anderen nie stoppen, nie wirklich kurieren, nie wirklich heilen, wenn wir selber in einer schützenden Haltung bleiben, in einer abwehrenden. Es muss zu einer Antwort auf die Bedürfnisse kommen. Und die Antwort liegt in Freigebigkeit. Das liegt aber nicht in einer dummen Freigebigkeit, also wir nennen das eine Idiotenfreigebigkeit, sondern eine Freigebigkeit, die weise ist. Und die im Grunde genommen dann sagt, okay, du hast mir Materielles genommen, du kannst mir nicht meinen Geistesfrieden stehlen. Da kümmere ich mich drum, da öffne ich mich. Ich möchte, dass du auch den Geistesfrieden findest. Und das wünsche ich dir, das schenke ich dir. Ich möchte, dass du, wie auch immer ich es kann, ich mache Wünsche für dich, Gebete für dich, was auch immer ich kann. Ich bin auch bereit, dich in dem Punkt zu unterstützen, dass du wirklich einen Frieden im Geist findest. Denn dein Verhalten zeigt, dass du nicht in Frieden bist. Sonst würdest du dich gar nicht so verhalten. So innerlich, ja, ist das wie ein Dialog, den wir führen. Äußerlich wird der fast nie stattfinden. Aber innerlich. Und dieser innere Dialog, der öffnet in uns die Freigebigkeit genau dort, wo wir normalerweise in die heftigste Abgrenzung gehen würden. Und Gegenangriff. Das ist normalerweise dann ja der Fall. Gegenangriff. Dem zeige ich's. Werden wir schon sehen, wer hier am längeren Hebel sitzt. Und damit verliert man noch das Wichtigste, was man hat, nämlich den Seelenfrieden. Den verliert man dann obendrein noch. Da gibt es ganz berühmte Aussprüche, nicht nur vom Dalai Lama, auch von anderen, die unter der Verfolgung durch die Chinesen so gelitten haben, die gesagt haben, das Einzige, was mir bleibt, ist Mitgefühl zu entwickeln. Weil sonst würden sich Wut und Hass in meinem Herzen breit machen. Und dann hätten sie wirklich alles geraubt. Und das hier, den Text, den wir machen, das ist der wichtigste Text der tibetischen Tradition zu diesen Themen. Wenn der Dalai Lama so spricht, dann weiß er genau, vermutlich weiß er sogar, dass er über Vers 12 aus diesem Text spricht. Den hat er schon mit 6 Jahren wahrscheinlich auswendig gelernt, diesen Text. Nur, dass ihr wisst, also wo diese Lehren verankert sind. Ihr kennt ja diese Interviews, die immer wieder berichtet werden, wo der Dalai Lama darüber spricht, dass er keinen Hass empfindet. Oder Gajin Rinpoche, der 20 oder 30 Jahre im Gefängnis war und gefoltert wurde und so. Wenn die darüber sprechen, dass das ist, was sie praktizieren. Und das ist ganz, ganz weise auf der tiefsten Ebene. Nicht auf der Ebene, das etwa zu tolerieren, dass sich Menschen so verhalten, sondern auf der Ebene zu verstehen, zu versuchen, warum sie sich so verhalten und was ihnen eigentlich fehlt. Und das schenken wir ihnen. Diese Freude, dieses Wohlergehen, nach dem sie sich sehnen, dass wir ihnen das vom Herzen her schenken und da nicht eng werden im Geist, sondern nur noch mehr aufmachen. Ist schon stark, ne? Aber wie ist das jetzt für euch? Kommen da irgendwie Zweifel? Ich meine, ihr könnt gerne mal Zweifel anbringen. Es ist ja nur berechtigt. Ich habe ja auch lange drüber so damit meditiert und geschaut, ob das stimmt. Ja. Ist das angestellt? Ja. Darf ich schnell etwas sagen? Stellt fest, dass bei den Aufnahmen, die tun wir ja dann ins Internet stellen, wenn man die Vorträge hört, hört man in der Regel Fragen nicht. Oder man versteht sie nicht richtig oder hört sie nur ganz bruchstückhaft. Und um das zu vermeiden, würden wir gerne das Mikrofon hier umgehen. Und ich bitte euch einfach, das ist nicht Schikane und nicht so nichts, aber nehmt es wirklich direkt vors Maul, so dass man die Fragen auch gut hört. Also ganz kurz gefragt, das mit dem Körper hergeben. Ja. Das finde ich eigentlich die Knacknuss, weil ich dann ja auch nicht mehr Mitgefühl in dieser Situation empfinden kann und irgendwie verliere ich dann auch die Basis, um diese
ja, Beziehung noch weiterzuführen, scheint es. Den Körper auch noch hergeben. Das ist ja die innigste Bastion unserer Ich-Bezogenheit, nicht? Der Körper. Also wenn ich den auch noch hergebe, ich frage mich gerade, wie ich darauf antworten soll. Es ist für mich eine ganz vertraute Praxis. Es gibt eine Praxis des Chö, so heißt diese Praxis, wo man sich geradezu darin übt, sich vorzustellen, den eigenen Körper herzugeben. Und die hat sich entwickelt aus Praktiken, die schon im 2. Jahrhundert nach Christus in Indien überliefert sind, das Üben von Freigebigkeit mit dem eigenen Körper. Jetzt erstmal ist klar, das ist so eine Bastion von mir. Das ist das Letzte, was ich hergeben möchte. Es ist selten, dass Menschen wirklich unseren Körper wollen. Es sei denn, also eine Frau wird vergewaltigt, oder so, dann gibt es das auch. Aber unsere körperliche Unversehrtheit oder uns einzusperren und uns zu beengen und so, ja, mit uns zu kämpfen, das gibt es schon. Nicht jetzt so sehr in unserem Leben, aber da sind die besonders großen Herausforderungen. Und es soll jedem selber überlassen bleiben, zu schauen, wie weit wir bereit sind, damit zu gehen. Dann möchte ich eine Geschichte erzählen, die mich sehr beeindruckt hat. Die Frau, um die es geht, heißt Yeshe Zogia. Die lebte im 8. Jahrhundert in Tibet und war eine große Meisterin, die Gefährtin von Guru Rinpoche, Padmasambhava. Yeshe Zogia meditierte wie die Yogis damals auch in den Höhlen, in den Bergen, ganz allein, ganz mutig. Und ein paar Männer aus dem Dorf unten im Tal dachten sich, diese schöne Frau, die schnappen wir uns mal. Und sind hoch und haben sie vergewaltigt. Aber etwas ganz Besonderes wird da berichtet. Und zwar praktizierte Yeshe Zogia in dem Moment die Freigebigkeit des Körpers und konnte sich so total öffnen und einlassen darauf, dass die Männer ganz verdutzt waren. Sie hatten nicht die Genugtuung einer normalen Vergewaltigung, sondern einer liebevollen Begegnung, einer völligen Öffnung und wurden schließlich alle zu ihren Schülern. Das ist eine ganz besondere Geschichte und ich habe es, also auch jetzt, wenn ich es erzähle, es berührt mich ganz tief. Ich kann mir vorstellen, dass es vor allen Dingen auch Frauen hier im Saal sehr berührt. Aber es ist so eine der Situationen, wo man mal das, was hier gesagt wird, richtig ernst nimmt und bis an die Grenzen geht, das, was normalerweise völlig undenkbar ist. Was ist es jetzt? Wie geht das? Und ja, tatsächlich entsteht dadurch, dass wir im Herzen aufmachen, entsteht eine neue Energie. Und wenn wir das dann auch noch durch den Körper ausdrücken können, es gibt ja große Menschen wie Gandhi oder Martin Luther King, der getötet wurde und, die diese Bereitschaft gezeigt haben, mit dem Körper in die Gefahrenzone hineinzugehen. Und es geht nicht immer gut. Es gibt keine Gewährleistung dafür, dass es gut geht. Aber eins ist klar, dass wenn man das leben kann, dass es im Geist gut geht. Dass im Herzen, dass das Herz offen bleibt. Und solche Menschen haben oft Großes bewirkt. Und Yeshe Zogia ist eine der ganz, ganz großen Heiligen, wahrscheinlich die größte Heilige, die Tibet gekannt hat, zumindest von der man jetzt noch weiß, zusammen mit Majigma, der anderen großen Heiligen, von der man heute noch weiß, die Begründerin des Chö, die genau diese Praxis des Gebens des eigenen Körpers praktiziert hat und ganz bewusst zu den in die Epidemien gegangen ist, die ansteckenden Kranken gepflegt hat, ihre Schüler aufgefordert hat, sich ebenfalls diesen Risiken auszusetzen, die dazwischen gegangen ist, wenn Heere aufeinander losgehen wollten und sich
zermetzeln wollten und so weiter. Also die wirklich ihr Leben viele Male riskiert hat. Dadurch kann ganz Großes entstehen, wenn Menschen dazu bereit sind. Wir müssen es natürlich leben können. Jetzt kommt der dritte Teil meiner Antwort und der ist, das geht leichter, wenn man weiß, dass der Geist weitergeht, aber der Körper uns ohnehin nur für dieses Leben gegeben wurde. Dann geht es etwas leichter, nicht so daran festzuhalten, weil dann weiß man, es geht eigentlich immer um diese Herzensöffnung, um den Frieden, um das Eintreten in die vollkommen offene Geistesdimension. Und das dann zu leben, das lohnt sich in Anführungsstrichen, wenn man denkt, ja, und das wird mich alle Leben begleiten. Körper muss ich sowieso irgendwann loslassen. Heute schütze ich ihn vielleicht noch und morgen habe ich einen Autounfall. Ja, also so, das sind so Gedankengänge, die ich euch mitgeben möchte für die Frage des Herschenkens des eigenen Körpers. Das heißt nicht, dass ihr euch irgendwie in leidvolle Situationen reinbegeben solltet oder irgendwie Schranken aufheben, wo ihr nochmal und nochmal traumatisiert wird. Es geht nicht darum. Es geht darum, zu schauen, wie es denn authentisch sein könnte, diese übermäßige Betonung des Haftens am eigenen Körper zu lockern. Wie wir einen authentischen Weg gehen können, einen gesunden Weg. Nicht das andere, dass wir zum Spielball anderer werden, dass sie mit uns machen können, was sie wollen. Wir müssen uns vielleicht auch klar machen, dass wir dann, wenn wir uns wehren und unsere Bastionen des Egos verteidigen, sei es körperlich, sei es materieller Besitz, sei es unser Ansehen, sei was auch immer wir verteidigen, dass wir in dem Moment bereits Spielball der anderen sind. Wir sind gar nicht frei. Wir sind in einer automatischen Verteidigung. Und das ist wichtig, sich klar zu machen. Hier geht es um einen Weg der Befreiung und das bedeutet natürlich, aus automatischen Mustern auszusteigen. Und das Schützen des eigenen Körpers ist solch ein natürlich in jedem Menschen und jedem Tier verwurzeltes, ganz tiefes Muster. Und da geht es ans Eingemachte, da geht es quasi an die Instinkte, wenn wir daran rühren. Und da ist es möglich, sich zu ändern, es ist möglich, da andere Wege zu gehen. Der Mensch hat diese Möglichkeit. Danke für die Frage. Das heißt ja, dass erstmal ein ganzer Prozess vorausgegangen sein muss, damit es nicht zum Masochismus wird. Ja, ja. Da muss ein ganzer Prozess vorausgehen. Jeschu Zogge war nicht irgendjemand. Die war schon erwacht, als sie das praktiziert hat. Im Bereich der Persönlichkeitsstörung. Ja, sonst haben wir es mit einer heftigen Persönlichkeitsstörung zu tun. Samsarische Persönlichkeitsstörung. Ich möchte euch nur mal noch daran erinnern, was Mütter und auch Väter so für ihre Kinder tun. Wie die ihren eigenen Körper hergeben. Wenn das aus Liebe geschieht, dann kommt es der Mutter, ich nehme jetzt mal die Mutter als Beispiel, ganz natürlich vor. Ganz normal. Und wie viele Mütter haben sich nicht schon gewünscht, sie könnten die Krankheit ihres Kindes auf sich nehmen und das Kind befreien. Sie hätten es mit Freude getan, wenn es ihnen möglich gewesen wäre. Ne? Da merken wir so, wenn wir da, oh ja. Und wenn ich jetzt beginne, die Lebewesen, die Menschen und so die Tiere, denen ich begegne, wie als meine eigenen Kinder oder Mütter und Väter zu betrachten oder Schwestern und Brüder, dann rückt das in den Bereich des Denkbaren, des Möglichen, des Vorstellbaren. Ah ja, aus der Perspektive, ah ja, dann wäre ich vielleicht doch bereit, meinen Körper zu geben. Ja, so. Das ist so eine Perspektivenverschiebung, die wir da erleben. Und tatsächlich gibt es im menschlichen Erleben ganz natürliche solche Reflexe, und zwar die Fürsorge einer Mutter für ihr Kind. Das ist so ein ganz typisches Beispiel.
oder der spontane Wunsch von einem Bruder, einer Schwester, sich vor den anderen zu stellen und zu sagen, schlag lieber mich statt meine Schwester, statt meinem Bruder, oder für Freunde, Freundinnen so etwas zu tun. Es gibt ja solche vollkommen authentischen Reflexe, die aus der Liebe kommen, aus dem Mitgefühl, aus der Fürsorge. Das ist damit gemeint. Es bleibt immer uns überlassen, ob wir in welchen von diesen Hinweisen wir umsetzen wollen. Das ist hier überhaupt kein Programm, dass wir irgendwie, wenn wir das alles praktizieren, dann bessere Menschen sind. Wenn wir es einfach nur uns selber so anerziehen, dann werden wir Scheinheilige. Es geht also darum, einen Weg zu finden, das authentisch zu leben. Wie so einfach wirklich mit unseren innersten Herzensregungen verbunden zu bleiben und sie nicht darüber zu vergessen, wenn es um uns herum schwierig wird. Nochmal ein paar Mal durchatmen und dann noch einen Vers. Ja, Mikro. Kannst du noch etwas zu den drei Zeiten sagen? Ah, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Aha, danke. Mikro nach ganz hinten. Du hast noch Garchen Rinpoche erwähnt und mich beschäftigt noch ein Teil der Geschichte, die du angesprochen hast, als er erzählt hat, oder er wurde gefragt, dass das im Gefängnis doch gefährlich war für ihn. Und der Fragende dachte da in den Körper, also an das körperliche Wohlbefinden und so. Und er sagte, ja, es war sehr gefährlich. Er hätte manchmal beinahe sein Mitgefühl verloren. Genau. Das war also, fand ich sehr spannend, also was da wichtiger ist. Ja, danke für diese wertvolle Zusatzbemerkung. Die wirkliche Gefahr war für Garchen Rinpoche, sein Mitgefühl zu verlieren. Das habe ich von ihm auch so gehört. Okay, noch eins. Selbst wenn mir jemand den Kopf abschlagen wollte, also besser wird's nicht, ne? Selbst wenn mir jemand den Kopf abschlagen wollte, obwohl ich ihm nicht das Geringste getan habe, so nehme ich aus Mitgefühl alle seine Fehler auf mich. Das ist die Praxis aller Bodhisattvas. Warum habe ich nur diesen Text ausgewählt? Okay, wo befinden wir uns? Wir befinden uns zum Beispiel in der Situation wie ein Wehrdienstverweigerer vor Gericht. Ja? Selbst wenn mich jemand mit der Waffe bedroht, also mir droht, mich zu erschießen, heutzutage geht es mehr darum, als dass einem der Kopf abgeschlagen wird, aber das ist so synonym zu verstehen, was mache ich dann? Das ist die radikale Verweigerung, sich auf eine Geisteshaltung der Aggression einzulassen. Und der absolute Entschluss, koste es, was es wolle, beim Mitgefühl zu bleiben. Man kann darüber sprechen, ob das naiv ist oder ob das weise ist. Ich habe da auch keine festgefügte Meinung dazu. Ich kann nur sagen, ja, was tut uns denn nun wirklich gut? Persönlich, wenn es um mein Leben geht, wenn es nur darum geht, mein Leben herzugeben oder jemandem anders vielleicht dann das Leben zu nehmen statt meinem Leben, würde ich sagen, ich gebe lieber mein Leben her. Schwierig wird's, wenn auch noch das Leben anderer bedroht ist. Dann habe ich auch keine Antworten mehr. Aber wenn es Leben um Leben geht, dann sage ich mir doch, dann gebe ich lieber meins her, denn ich kann im Frieden mit mir selbst gehen. Ah ja, so ist es halt Theorie, ja? Das ist für mich eine gelebte, frühe Theorie. Das war so, wie ich meine Wehrdienstverweigerung gemacht habe, genauso. Und hat sich in meinem Leben auch nicht so geändert. Aber die Frage ist etwas auf eine andere Ebene gerutscht, weil man denkt jetzt so im Verhältnis von ganzen Völkern und so. Und ich würde ja auch sagen, das tut der Schweiz nicht schlecht, dass sie ein
dass so es einfach eine rüstige Armee hat und sich raushalten konnte aus allem, aber auch bereit wäre, sich zu verteidigen und so. Das hat ja alles seine Berechtigung. Aber wenn einer vor mir steht, wo es darum geht, der stirbt wütend und voller Hass und ich sterbe offen und nehme es an, dann kann ich mir vorstellen, wie die Reise nach dem Tod des Körpers für den einen oder anderen weitergeht. Aber das ist doch dann auch noch im Geist. Gell? Auch wenn es dann wirklich ist, ist es doch auch im Geist. Ja, natürlich, ist immer alles im Geist. Ach so, du brauchst ein Mikro. Nein. Überhaupt. Also wie gesagt, ich sage auch nicht, dass ich darauf die Antworten hätte, aber so stellt sich das für mich dar. Und natürlich ist das etwas, worüber wir jetzt spekulieren. Aber vielleicht waren wir ja auch schon mal in Lebensgefahr. Ich schon mal, ich habe das schon mal erlebt. Das ist eine andere Geschichte. Ich habe viele Geschichten, aber das war auch eine Geschichte, die ich schon erlebt habe. Das gibt es, ganz konkret solche Situationen. Ich glaube, du brauchst wirklich ein Mikro. Nicht? Willst du nicht doch ein bisschen was sagen? Magst du deine Bedenken noch mal zusammenfassen und ins Mikro sprechen? Ich finde die Absicht ist doch, es ist edel und schön und alles, aber wenn es wirklich so ist, frage ich mich, ob man das dann kann. Natürlich, ja, eben muss man sich entwickeln, um das zu können. Das schon. Ja, dann lass uns doch den Blick darauf richten, was es denn braucht, um das dann zu können. Ja, eben Mitgefühl. Ja, dann hast du dir die Antwort ja schon selber gegeben. Das heißt, um es dann tun zu können, braucht es vermutlich eine tiefste, allertiefste, nicht nur Verankerung des Mitgefühls, sondern einen Zugang zu dem allertiefsten Mitgefühl, dass das zu einem spontanen Reflex wird. Ich denke, sag's nochmal. Nicht Mitgefühl, sondern diese Last, dass ich, als ich dann geschossen habe, oder diese Mensch dann durch mich verteidigen, diese Mensch dann getötet habe und muss das dann mein ganzes Leben mitschleppen. Oh, das obendrein noch, auch oh, daran könnte ich denken. Ja, das, ich denke, das ist dass ich dann, auch noch das große Calvaire, wo man dann... Ja. Ich finde das hervorragend, die Idee und den Wunsch, ja, und ich würde mir das auch gern so vorstellen, dass ich in der Situation so reagieren würde, aber ich weiß es nicht, ja, und mir kommt das dann so ein bisschen so vor, Ajahn Chah sagt, ich soll nicht so tun, als hätte ich einen 10-Tonner-LKW und habe nur eine Schubkarre, ja, und ja. Insofern sage ich mir, ich weiß es nicht, ja, also ich arbeite daran, aber ich habe keine Ahnung, ja. Also, ich finde, du klingst sehr optimistisch, dass du in so einer Situation... also ich habe es schon erlebt. Du hast es schon erlebt, okay. Ich habe es noch nicht erlebt. Mhm. Aber ich wünsche das, dass ich so reagieren würde, wie du sagst, dass ich dann sage, okay, also, ja, okay. Es hat ja irgendwie vor ein paar Jahren mal ein Flugzeugunglück gegeben in der Nähe von New York, wo alle überlebt haben. Und dann haben sie festgestellt, es gibt 3 Leute, die einen freezing, ja, die anderen stürzen zu den Ausgängen und dann gab es auch noch welche, die haben geholfen, den Alten, den Kindern und so. Ich weiß es nicht. Ich meine, ich arbeite daran, dass ich vielleicht zu der 3. Kategorie gehöre, aber ich kann es wirklich nicht behaupten. Also ich glaube, eure Antworten, das sind die Antworten, auf die es ankommt, und zwar arbeiten wir dran. Ja, sind wir nicht so naiv, um zu glauben, dass wir schon wissen, wie wir dann reagieren, sondern tun wir das, was notwendig ist, um offenen Herzens zu bleiben und Vertrauen zu haben in diese Qualitäten. Tun wir es einfach. Gehen wir doch einfach in die Richtung und behaupten nicht, dass wir schon wüssten, wie es sein wird. Magst du uns deine Geschichte erzählen? Ach. Ja, ich denke einfach, es ist vielleicht ist ein Stück so ein Klick auch für uns, für jemanden drin, ja, was einfach ausschlaggebend sein könnte. Ich glaube, ich habe noch nie
von jemand so gehört. Man hört ja viele Geschichten jeden Tag, aber nicht in diese Richtung. Deshalb bitte ich dich. Ja. Bitte. Also der wollte mir nicht den Kopf abschlagen, sondern der wollte mich ertränken. Es war jemand, der, ich hatte jemanden unterschätzt, es war jemand bei uns ins Kloster gekommen, der offenbar in einer Psychose war und ich begann mich um ihn zu kümmern und die Beziehung ging ganz gut so an und es tat ihm ganz gut, in der Natur zu sein und ich habe ihn dann mit rausgenommen in den Wald und dann sind wir auch schwimmen gegangen und dann fingen wir an, so mit Wasser zu spritzen und bei dem ist was durchgebrannt. Und der ist so von Wut und Hass erfüllt worden, dass der mich im Schwitzkasten genommen hat und unter Wasser gehalten hat, unter Wasser gedrückt, mitten im Tiefen, ja, also wo kein Boden war. Und es hat richtig lang gedauert und ich konnte mich dann aber befreien und bei dem Auftauchen nach Luft schnappen war in mir dann schon Mitgefühl in dem Moment. Froh, dass es vorbei war, aber schon Mitgefühl. Das war eine Situation. Und es hat alle meine Kraft gebraucht, um mich da zu befreien, aber es war keine Reaktion in mir, zurückzuschlagen oder zurück was zu machen oder so. Ja, wir haben ihn dann in die Psychiatrie gebracht. Aber das war die eine Situation. Und die andere war Bedrohung durch ein Messer von einem ganz starken Mann. Ja. Und das ist zweimal passiert mit demselben Mann. Und das war auch eine Situation, wo es dann in der zweiten so war, dass ich wirklich einfach meine Hand hingelegt habe auf einen Tisch und ich war mir überhaupt nicht sicher, ob er jetzt zusticht. Die Hand hätte er locker durchstechen können in den Tisch. Aber die Liebe und das Vertrauen, was da sich ausgedrückt hat in der Situation, hat ihn dann bewegt, mir das Messer abzugeben. Das waren so zwei Situationen. Das war jetzt nicht mit Kopf abschlagen und so, sondern es waren, also das eine war eine Doppelsituation und es waren Menschen, die voller, also Hass und Wut waren. Also dieser eine, der ersten Situation, der drohte allen Anwesenden mit einem Schreinerhammer in der ersten Situation den Kopf zu zerschmettern und das war ein Hühne von Kerl und das war die erste Situation, wo ich da so hineinkam. Und ja, es ist eine Situation, wo es jetzt nicht so ist, dass jemand einen angreift und mit einem Schwert in der Hand einen Kopf abschlagen will oder mit einem Messer oder mit einer Pistole einen umbringen will. Aber es waren Situationen, wo es notwendig war, im Mitgefühl, also wo es dann auch passierte, einfach im Mitgefühl zu bleiben und nicht in der Selbstverteidigung. Ich weiß nicht, ob das dir hilfreich ist, aber das sind die beiden stärksten Situationen, die mir einfallen. Für mich ist jetzt noch neu dran oder gut auch zu hören, dass es auch deine ganze Kraft herausgefordert hat. Absolut. Das eine, ne? Dass Absolut, das auch mit dabei ja. ist. Und das andere ist eben dieses nicht Absolut. Festhalten oder in Wut ja. und Rache überzugehen. Ja, ja. Und das, danke. Ja, ja. Bitte? Das ist ein großes Thema. Das ist ein großes Thema, ja. Wie war das in der ersten Situation im Wasser? Die Reaktion vom anderen? Wie ist es wieder gegangen? Der war richtig verrückt. Der war unberechenbar. Der hat dann, ich habe dann Abstand gehalten von ihm. Ich habe einfach geschaut, dass wir ans Ufer zurückkamen, habe versucht, ihn zu beruhigen, habe dann das an zwei andere delegiert, dass sie ihn ins Krankenhaus fahren, nach Clermont. Der hat sich dann noch unterwegs aus dem fahrenden Auto geworfen. Und also das war noch ich selber, seine Reaktion, der hatte einfach so verdrehte Augen, ja, also so richtig unzurechenbar. Das war... Der war in einer anderen Geistesdimension. Es ist praktisch das Gegenteil von Mitgefühl. War er stark drin? Ja, der war nicht wirklich stark, so wie ich ihn. Also der war physisch war der total stark, aber der war natürlich nicht in seinem Geist stark, sondern er war total verwirrt. Ja, die zerstörende Energie, würde ich sagen, war sehr stark. Ja.
Ja, aber er hat es nicht drauf, er hat mich da nicht weiter verfolgt oder so. Er hat es nicht drauf angelegt, mich nochmal zu erwischen. Das war auch mein Glück. Es heißt doch, dass wenn man wirklich in Mitgefühl ist, das ist die positive Energie von der Ganzheit. Und die ist stärker wie das Negative. Ist sie immer stärker oder ist sie nur manchmal stärker? Wie ist denn das? Also, was macht denn das Mitgefühl stark? Ich sehe das so, dass man in der Ganzheit ist und dass wie durch ein Rohr die Ganzheit fließt. Dass mein Ego nicht eingrifft und nicht stoppt und zu macht, sondern dass wirklich das Rohr auf ist und ganze Energie von der Ganzheit fließt. Ja, das kann ich nachvollziehen. Dann ist das Mitgefühl stark und unbeirrbar, wenn wir so in der Ganzheit sind oder in der völligen Offenheit, da wo die Ich-Bezogenheit sich nicht einmischt, dann ist es ganz stark, das Mitgefühl. Ja. Und wenn man nicht drin ist in dieser Ganzheit, und wie findet man dann da hinein? Meditiere, entspanne, bis das Rohr auf ist. Super, super. Gut. Jetzt machen wir mal eine Pause.